sprechen wir über den Produktkatalog von PM International und vier Gründe, warum du diesen Produktkatalog von PM nicht auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram hochladen solltest, weil du dann sonst Probleme bekommst. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Bei PM habe ich im 7. Monat die Stufe Silver Presidents Team erreicht mit 210.000 Punkten. Das nur mit Facebook, und wenn du wissen möchtest, wie ich genau gearbeitet habe, unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. Das habe ich bei PM International wirklich erreicht. Punkt 1. Ja, warum solltest du den Produktkatalog von PM niemals auf Facebook oder Instagram hochladen? Die 6%-Regel. Also auf Social Media ist es so, erwiesenermaßen, dass nur 6% wirklich Werbung wollen. Das heißt, wenn du den Produktkatalog hochlädst, ist es eindeutig Werbung, und damit erreichst du nicht wirklich die Menschen, sondern du erreichst, dass dich Leute blockieren, dass Menschen dich als Bittsteller sehen, als Verkäufer oder Verkäuferin. Punkt 2, warum du den Produktkatalog von PM International nicht hochladen solltest, das externe Linkverbot. In der Regel, ja, verschickst du ja einen Link, wo man dann den Produktkatalog sehen kann. Es gibt ja bei PM auch die Möglichkeit des Blätterkatalogs, wo man online blättern kann. Und wenn du einen externen Link in einem Facebook-Posting oder Instagram-Posting gibst, erkennt das der Algorithmus und zeigt dieses Posting deinen Freunden, Gruppenmitgliedern und oder Fans nicht an. Punkt 3 zum Thema Produktkatalog bei PM auf Social Media. Warum du ihn nicht hochladen solltest, ist Double Content. Double Content bedeutet Inhalte, die es schon mal gibt. Nehmen wir an, du ladest dir den Produktkatalog von PM als PDF runter und dann ladest du ihn hoch auf Facebook oder auf Instagram. Das hat bestimmt schon ein Vertriebspartner gemacht. Das heißt, das System erkennt, dass es ein doppelter Inhalt ist. Egal auf welcher Plattform, YouTube, TikTok, egal auf welcher Plattform du dich bewegst, wirst du bestraft, weil natürlich die Plattform immer Unique Content haben möchte, also einzigartigen Content. Deswegen solltest du das nicht machen. Punkt 4 zum Thema Produktkatalog von PM International ist das sogenannte Wortmarken-Update. Wir haben natürlich im Produktkatalog oftmals die Wörter drinnen PM International und Fitline. Beides sind geschützte Marken. Geschützte Marken fallen unter das Wortmarken-Update. Bedeutet, wenn du eine geschützte Marke erwähnst, zeigt der Algorithmus dieses Posting nicht an, und das sind fatale Folgen. Punkt 5, ja, wie können wir jetzt weiter tun? Wie kannst du wirklich arbeiten? Wie habe ich es geschafft, nicht über die Produkte von Fitline zu sprechen und dennoch so viel zu verkaufen? Das erkläre ich dir gern unterhalb in meinem Gratiskurs. Er nennt sich 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Das habe ich auch wirklich erreicht bei PM International. Rock it. Schön, dass du da bist. Pfiat, ciao, ciao.